begrüße alle Teilnehmer, die heute sich noch die Zeit nehmen, nachdem es draußen schon langsam dunkel wird und zumindest bei uns in Frankfurt heute schon der erste Schnee für das Jahr gefallen ist, mir noch ein bisschen Gehör zu schenken zu einem spannenden Thema, UMATI, Connecting the World of Machinery. Ich habe den Vortrag überschrieben in a nutshell. Die Folien sind auf Englisch, die können auch im Anschluss verteilt werden. Da ist also nichts Geheimes dabei, nur weil wir eine internationale Initiative sind, machen wir halt mittlerweile die ganze Medienarbeit nur noch in Englisch. Ich rede meinen deutschen Text dazu. Ich hoffe, Sie können den Folien auch entsprechend folgen und steige gleich mal in das Thema ein. Und zwar, wenn ich mir die Welt der Digitalisierung oder der sogenannten Plattformökonomie nochmal anschaue aus Sicht eines Maschinenbauers, eines Werkzeugmaschinenbauers, dann, wenn ich oben anfange, jeder möchte ja in Zukunft Business machen, also wirtschaftlich erfolgreich sein, dadurch, dass er Software-Services erbringt und auch monetarisiert. Bis man das Ganze machen kann, ist es aber ein relativ langer Weg. Dieser Weg fängt eigentlich unten an bei einer Maschine, die Daten in die Welt schickt. Das heißt, das Erste ist, ich muss auf diese Daten Zugriff haben, also ich brauche Konnektivität. Wenn das gelungen ist, dann muss ich die Daten auf die Strecke bringen. Dazu brauche ich erstmal eine Netzinfrastruktur. Also ich brauche angefangen von Kabeln, Switches, Datenleitungen, Rechenzentren bis hin zu einer Plattforminfrastruktur, also irgendeinem Ort, wo ich die Daten dann auch ablegen kann, wo ich sie für die weitere Verwertung zugänglich machen kann. Und obendrauf kommen dann die eigentlichen Plattform-Services, also die Nutzbarmachung der Daten. Und da obendrauf sitzt dann eben der eigentliche Software-Service. Und wenn man sich das nochmal eben aus Sicht eines vor allem mittelständischen Unternehmens anguckt, dann ist es ganz klar, Konnektivität ist eine sehr spezifische Sache, die sollte man eigentlich selber lösen und die sollte man kooperativ lösen, weil es in dem Bereich keinen Wettbewerb gibt. Also die beste mögliche Schnittstelle zu haben, wenn sie sonst keiner verwendet, mag technisch nett sein, ist aber für zukünftiges Geschäft vielleicht eher schwierig. Andersrum gesagt, wer nicht an offenen Schnittstellen mitarbeitet und diese nicht nutzt, hat vielleicht in 5 oder 10 Jahren ein Legitimationsproblem. Dann das ganze Thema Infrastruktur. Wie bei vielen Dingen, Infrastruktur hat mit großen Strukturen zu tun. Und aus Sicht eines Maschinenbauers, aber auch aus Sicht eines Nutzers, auch eines großen Nutzers, sind das ganz klare Dinge. Da wird zugekauft. Da wird Infrastruktur, Leitungen, skalierbare Serversysteme werden zugekauft. Da gibt es dann nur eine Herausforderung, also später, wenn es um Plattforminfrastruktur geht, kann sich ja heute jeder vorstellen, im Moment gibt es 3 Weltmarktführer, mehr oder weniger, das ist Google, das ist Amazon und das ist Microsoft. Und gerade als kleinerer Maschinenbauer oder User möchte ich doch in der Lage sein, eventuell nicht von einer Plattform zu abhängig zu sein, sondern in der Lage sein, wechseln zu können. Das heißt, diese Plattforminfrastruktur sollte neutral sein, sie sollte offen sein. Es ist auch ganz wichtig, dort liegen nachher Daten als Grundlage für weitere Services. Die müssen auch irgendwie vertrauensvoll gelagert sein. So, und dann sind wir bei den eigentlichen Plattform-Services. Auch hier sollte man ein Login vermeiden, indem man standardisierte und generische Schnittstellen schafft und vielleicht Service-Infrastrukturen, auf die man dann einzelne Apps obendrauf setzen kann. Wenn Sie natürlich an Ihr privates Smartphone denken, dann ist das heute alles aus einer Hand. Also wenn Sie Android haben, dann sind Sie von den Android-Apps abhängig. Und wenn Sie eine Apple-App cool fänden, können Sie die ohne weiteres nicht auf einem Android-Gerät laufen lassen und andersrum. Das heißt, um hier oben kompetitiv zu sein, ist es natürlich im B2B-Bereich, von dem wir hier reden, äußerst ungeschickt, wenn man dann in eine Abhängigkeit reinkommt, wie es halt im B2C-Bereich heute leider gelernte Praxis ist. Und der Nutzen von dem allen ist ja zweierlei. Also ich möchte meinen User, meinen Kunden am Schluss befähigen, durch Daten seine Prozesse so weit zu optimieren, dass er in Zukunft am Markt bestehen kann und vielleicht dann auch wieder Maschinen bei mir kauft. Und ich muss als Maschinenhersteller natürlich meine Maschinen befähigen, auch in diesem ganzen Konzert mitspielen zu können. Und das ist eine relativ komplexe Geschichte. Und alles, was ich Ihnen aber jetzt in Zukunft über UMATI erzähle in den nächsten Minuten, setzt unten an bei einem ganz schnöden Baustein, Konnektivität. Wie bekomme ich Daten rein und raus aus Maschinen? Weil das der elementare Schritt ist, um alles andere zu tun.
Und wenn ich hier ein Bild mitgeben darf, wie sieht die Situation heute aus? Ganz allgemein in der Produktion. Sie haben eine Vielzahl von Maschinen. Das können Werkzeugmaschinen sein, das können Roboter sein, Messmaschinen, das können Spritzgussmaschinen sein, das kann alles mögliche Equipment sein, das sich eben in der Fertigungsumgebung findet. Und das Fatale ist, in der Regel haben die alle unterschiedliche Steuerungen, sie kommen von unterschiedlichen Herstellern. Und das führt dazu, dass sie eben, wie hier ein bisschen kryptisch dargestellt, nicht dieselbe Sprache sprechen. Und es deswegen sehr schwer ist, auch diese Geräte in IT-Ökosysteme einzubauen, weil auch da muss man eins sagen, privat sind wir es gewohnt, wir haben ein Microsoft-Ökosystem auf unserem Laptop und wir haben ein iOS- oder Android-Ökosystem auf unserem Smartphone. Die sind halbwegs kompatibel, aber nicht voll, damit leben wir. Aber in einer Produktionsumgebung, wo wir ja nicht über ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Euro für einen Rechner reden, da ist der Punkt ganz einfach, wir müssen zusehen, dass wir eine Lösung finden, wie wir eben dem Kunden ermöglichen, seine Infrastruktur zu nutzen. Und die Lösung dafür ist aus unserer Sicht zweiteilig, nämlich eine einheitliche Standardisierung auf Basis von OPC-UA als offenen Standards und eine gemeinsame Verbreitung und Community, um das Ganze auch in die Anwendung zu bringen, im Maschinen- und Anlagenbau. Und dann sind wir bei Umati als Initiative oder Community. Ich gehe mal ein bisschen näher darauf ein, was OPC-UA und Umati hier miteinander zu tun haben. Für alle die, die es vielleicht schon wissen, also OPC-UA ist ein IEC-Standard, der im Grunde eine Basisfunktionalität für Kommunikation zwischen Devices, wie es so schön heißt, also zwischen Geräten im industriellen Umfeld erlaubt. Das heißt, wenn man sich auf OPC-UA und gewisse Modellierungsregeln und Sprachregeln zurückzieht, dann ist es für diese Geräte relativ einfach, miteinander zu kommunizieren. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit der menschlichen Sprache. Also die Geräte sprechen insoweit die menschliche Sprache, wie wir das hier im Moment auch tun. Also wir haben uns auf Deutsch geeinigt, auch wenn die Folien jetzt auf Englisch sind. Das heißt, unsere Kommunikation ist schon mal bilingual. Das ist relativ spannend. Wir benutzen im Moment hauptsächlich den Kanal Audio. Also ich rede, Sie hören zu und nicht schreiben oder lesen. Das ist dann nur in Ergänzung und wir benutzen sozusagen auch ein Kommunikationsprotokoll über Telefon beziehungsweise über Webinterface. Das ist einfach alles geregelt, ohne dass wir uns da groß drum kümmern müssen. Dann wird es aber ein bisschen spezifischer. Also innerhalb von unterschiedlichen Berufen oder Berufsgruppen, um bei Menschen zu bleiben, ist es natürlich so, es gibt spezifische professionelle Vokabulare. Das kann sein, wir sind wahrscheinlich hier Leute mit Fertigungstechnik, Ingenieur, IT-Hintergrund. Die verstehen sich in gewissen Teilen. Ich weiß gerade nicht, warum mein Office so schnell weiterschaltet. Bitte um Entschuldigung, dass ich immer zurückgehen muss. Also die verstehen sich zum größten Teil. Wenn wir jetzt aber mit einem Anwalt oder mit einem Arzt oder mit anderen reden müssten, dann haben wir das große Problem, dass wir denen sozusagen unser Vokabular mitbringen müssen. Also wir müssen auch innerhalb von Technologien, das ist wieder übertragen auf Maschinen, wir müssen auch innerhalb von Technologien ganz klar sagen, was ist das Kommunikationsbedürfnis? Und das muss in Form einer Spezifikation niedergeschrieben sein. Und da hat eine Werkzeugmaschine im Zweifelsfalle etwas andere Bedürfnisse als ein Roboter oder als eine Spritzgussmaschine. Also was dem einen sein Mü ist, dem anderen sein Grad Celsius. Und irgendeiner muss dann dieses Wörterbuch niederschreiben. Und jetzt habe ich mir hier eine Folie geholt von unseren Freunden im VDMA, mit denen der VDW ja auch sehr eng zusammenarbeitet. Also ich in meiner Funktion als Leiter Forschung und Technik im VDW betreue dieses Projekt. Aber natürlich sind wir hier nicht alleine in der Welt. Und wenn man sich einfach anguckt, wie viele der Fachverbände im VDMA zurzeit an OPC-UA-Standardisierung arbeiten, dann sieht man, obwohl die Basistechnologie gleich ist, gibt es doch eine ganz, ganz große Reihe an spezifischen Nutzer- oder technologiespezifischen Wörterbüchern, die irgendwie unter einen Hut gebracht werden müssen, mehr oder weniger. Also das macht das Ganze dann schon wieder ein bisschen komplizierter. Ein erster Ansatz, um das zu lösen, ist schon mal eine gemeinsame Basisspezifikation. Und wir blicken hier wirklich sehr stark aus dem Blickwinkel Maschinen- und Anlagenbau drauf. Das heißt, es gibt bestimmte
Elemente, die eigentlich für diese ganzen Maschinengruppen, die Sie hier sehen, einheitlich ist. Und die sollte dann auch bitte schön einheitlich definiert sein. Was heißt zum Beispiel im ersten Teil dieser OPCUA for Machinery Basisspezifikation geht es um identische Identifikation, also dass jede Maschine, jedes Gerät wird einen Herstellernamen, ein Baujahr, eine Typenbezeichnung, einen Standort, eventuell verbaute Software und solche Dinge haben. Die sollten bitteschön für alle harmonisiert einheitlich sein. Das reicht aber nicht. So, und im Sinne von OPCUA haben wir jetzt was geschafft. Das ist sogenannte semantische Interoperabilität. Also ich habe eine Basistechnologie, um zu kommunizieren. Ich habe Wörterbücher, die ich nebendran legen kann. Die Maschinen verstehen sich, aber weil es ein Standard ist, bleibt ein Raum für Interpretation, weil ein Standard nicht hundertprozentig die Implementierung und die Anwendung mitbringt. Und OPC als OPC Foundation ist ausgerichtet auf generell diese Interoperabilitätsschnittstelle zur Verfügung zu stellen, aber reicht nicht zum Beispiel in den Maschinen- und Anlagenbau. Das heißt, wenn ich Kunden mitnehmen will, dann muss ich irgendwie noch es schaffen, dass ich OPCUA in den Markt kommuniziere. Und das ist genau, wo UMATI reinkommt, also UMATI als Initiative von VDMA und VDW, die im Grunde zwei Aspekte zusammenbringt. Also zum einen über alle Standards hinweg, über diese ganzen spezifischen Spezifikationen hinweg, Plug and Play, also dass die Standards in einer einheitlichen Art und Weise implementiert sind und also wirklich miteinander tun können. Da gibt es noch einige Dinge, die man eben regeln muss. Und als nächstes eine globale Community, also dass wir wirklich in der Lage sind, nicht nur in Deutschland oder in Europa, sondern weltweit sowohl Kunden als auch Marktbegleiter zu erreichen. Und ihnen dabei zu helfen, wie man diese offenen gemeinsamen Standard vernünftig in den Markt bekommt. Also nochmal kurz zum Verschnaufen zusammengefasst: OPCUA, eine Basistechnologie, die kommuniziert werden kann und Spezifikationen, die festlegen, was kommuniziert werden sollen, aber obendrauf eben noch jemand, der sich darum kümmert, dass Plug and Play auch wirklich funktioniert, also dass die unterschiedliche Implementierung nachher gleich erfolgt und eine globale Community, um auch irgendwie die User und alle möglichen Anbieter in der Welt gemeinsam anzusprechen, Klammer auf, für den Maschinenanlagenbau, Klammer zu. Es gibt ja auch noch andere Branchen, zum Beispiel Oilfield Equipment oder die chemische Prozessindustrie, die lösen das teilweise für sich selbst wieder. Also alles lösen zu wollen für die ganze Welt, der Ansatz wäre vermessen. Aber wenn wir es zumindest im produzierenden, im fertigenden Gewerbe hinkriegen, dann wären wir hier schon mal einen großen Schritt weiter. Also was ist UMATI? Erstmal eine Allianz von Maschinenbauern und Softwareherstellern, die sich zusammengeschlossen haben, um erstmal gemeinsam OPCUA in den Markt zu bringen, also an OPCUA arbeiten und das Ganze aber auch implementieren, die als globale Community eben auch ihre Kunden und Nutzer weltweit integrieren wollen, die diesen gemeinsamen Benefit von echtem Plug and Play realisieren wollen, die das Ganze auch beweisen wollen, also einen Beweis antreten durch Live-Demonstrationen, aber auch auf längere Sicht Test und Zertifizierung und die das Ganze auch mit einer gemeinschaftlichen Marketing- und PR-Organisation unterstützen, unterstreichen und damit in die Öffentlichkeit und zum Beispiel auch auf Messen bringen. So, jetzt nochmal eine etwas andere Darstellung. Also UMATI, der Kernpunkt, wir müssen Maschinenbauer mit den ganzen Bedürfnissen, die wir vorne haben. Und auf der anderen Seite die Nutzer von Maschinen, die diese vielen Technologien, die ich vorhin in dieser Darstellung gezeigt habe, in der Regel in ihrer Fabrik haben. Also eine Fabrik hat nicht nur Werkzeugmaschinen, sondern hat eine Vielfalt an Technologien. Und diese Vielfalt an Technologien, die sollte ja auch irgendwie gemeinschaftlich miteinander kommunizieren können. Und um das zusammenzubringen, braucht es eben diese Community, die auf der einen Seite damit anfängt, zu sagen, okay, noch einmal, also dieses Plug and Play, also ist es egal, ob du eine Werkzeugmaschine hast oder einen Roboter oder eine Spritzgussmaschine, ein Vision-System, andere Technologie.
Wenn die bei Umati mitmachen, dann haben sie sich committed, über die reine Standardisierung hinaus auch die Implementierung so zu machen, dass es diesen Plug-and-Play-Gedanken für den Kunden, egal in welcher Konfiguration er jetzt seine Maschinen nutzt, auch funktioniert. Das setzt eben voraus, dass man über identische Implementierung, über diese Spezifikation hinwegredet. Das setzt voraus, dass man auch mal den Beweis antritt, weil sowas in der Fabrik umzusetzen schon relativ komplex ist. Das setzt voraus, dass man entsprechend auch sich für die Anwender öffnet und aktiv Feedback einholt. Und da bin ich gerne beim Zitat vom ehemaligen amerikanischen Außenminister Kissinger, der gesagt hat, wen soll ich denn anrufen, wenn ich mit Europa reden will? Genauso könnte man hier sagen, bezogen auf eine Fabrik, in der ich unterschiedliche Technologien mit OPC-UA habe, bei wem rufe ich denn an, mit wem muss ich denn reden, wenn ich hier ein Problem habe oder wenn ich das vernünftig implementiert haben will? Mit jeder dieser Technologiegruppen einzeln oder mit einer OPC-Foundation, die eigentlich neutrale Standards macht, oder braucht es nicht eben noch eine Organisation zwischendrin, die in der Lage ist, die Bedürfnisse eines Marktsegments wie der produzierenden Industrie hier abzubilden und entsprechend zwischen den betroffenen Gruppen, also zwischen den Standardisierungsgruppen auf der einen Seite und den Anwendern auf der anderen Seite zu vermitteln. Weiterer wichtiger Punkt ist natürlich, selben Fehler nie zweimal machen, also auch wirklich Practices, Best Practices und Erfahrungen auszutauschen. Und am Schluss, und das darf man auch nicht vergessen, wir reden von weltweit tätigen Industrien, also sowohl Maschinenbauer als Zulieferindustrie, als auch Kundenanwender sind weltweit unterwegs. Und deswegen ist es schon alleine nötig, dass man eine solche Gruppierung oder Community aussetzt, die außerhalb von nationalen Verbandsinteressen agiert, um auch wirklich global anschlussfähig zu sein und global eben sowohl Kunden als auch Wettbewerber, die entsprechend Maschinen bauen wollen, zu integrieren, weil wir ja über offene Standards und eine offene Community reden. Das ist die Rolle, die sich Umati zum Ziel gesetzt hat. Die nächste Folie machen wir ein bisschen im Schweinsgalopp. Wie soll das funktionieren? Nochmal dieses Bild hier unten in etwas anderer Art und Weise aufbereitet. Sehr, sehr detaillierte Bild von vorhin mit den vielen Arbeitsgruppen, die an OPC-UA arbeiten. Also es gibt auf der linken Seite eine Reihe von Spezifikationen, die in unterschiedlichster Art und Weise aufeinander aufbauen. Und wer diese Spezifikationen schreibt, ist zunächst mal als Gruppierung autonom unterwegs. Er muss aber an gewissen Zeiten dann auch für sich entscheiden. Also ist er im Bereich Maschinenanlagenbau, dann wäre es doch ratsam, dass man sich an die Basisspezifikation für den Maschinenbau hält, also diese OPC-UA for Machinery. Oder wenn man was macht, was in der Werkzeugmaschine drin ist, dann sollte man vielleicht auf die OPC-UA for Machine Tools referenzieren. Es kann auch sein, das ist hier so dieser ausgeklinkte Kasten, dass man was macht, was sowohl in eine Werkzeugmaschine geht, als auch eigenständig ist. Dann muss man eben auch gucken, wie man hier anschlussfähig ist. Letztendlich ist das die Seite der Standardisierung. Und die muss dann abgebildet werden in eine möglichst einheitliche Implementierung, dass auch Softwaresysteme möglichst einheitlich auf den ganzen, Spezifikationswust zugreifen können. Für Software sollte das eigentlich relativ einfach sein, weil die nur wissen müssen, okay, hallo Device, welche Spezifikation sprichst du? Alles klar, dann ist mir die Semantik klar, dann kann ich die reinladen. Aber um das eben alles zusammenzubringen, dazu braucht es Umati als Rahmen drumherum, der auch dann die ganzen Wechselwirkungen, also von Software zurück in Standards, zwischen Standards oder von Standards zurück in Basisspezifikationen oder sogar in die OPC-UA-Basisdefinitionen einfach aufnimmt, vermittelt, zwischen den Arbeitsgruppen vermittelt und somit eben für den Kunden wiederum eine Welt schafft, in der er möglichst einfach mit seinem Gerät anschlussfähig ist. Jetzt habe ich hier nochmal die Rolle der Umati-Partner. Also zunächst einmal zieht Partnerschaft bei Umati Stand heute eben auf Hersteller von Maschinen, von Software oder von Komponenten für Maschinen und Software ab. Aber natürlich ist irgendwo das Thema Community mit den Usern schwingt immer mit. Aber natürlich für einen Maschinenbauer ist es zunächst einmal so, ich kann damit ein Statement abgeben, dass ich sage, okay, durch Umati bin ich Teil von einem größeren Ganzen, das aber sehr zielgerichtet eben den Kunden im Maschinen- und Anlagenbau im Fokus hat.
Das heißt, ich kann zukunftsfähige Produkte einfacher gestalten und natürlich mittelfristig hoffentlich auch günstiger. Durch das Umati-Logo kann ich eben zeigen, dass ich zu diesem Club dazugehöre, damit auch auf meine Kunden zu gehen. Oder ich muss dann einem Kunden, der gehört hat von einem Roboterhersteller, da gibt es Umati, dann muss ich ihm das aus Werkzeugmaschinensicht nicht nochmal neu erklären, sondern kann sagen, der Umati, ich Umati, du Umati, wir verstehen uns, kein Problem. Marketing ist natürlich wichtig, auch auf Messen. Diese globale Community ist wichtig. Natürlich in so einem Club hat man dann durch den Austausch von Erfahrungen auch exklusivere Informationen und Tools zur Verfügung. Und auf das Thema User Experience und Demonstrations, wie man dem Kunden vermittelt, was Plug and Play heißt und wie man das erlebbar und begreifbar macht, gehe ich gleich nochmal ein. Hier nochmal ganz kurz ein Bild, die aktuellen Umati-Partner. Wir haben knapp über 130. In erster Linie, und das ist ganz wichtig, sind es Unternehmen, die Produkte herstellen. Natürlich flankiert von Forschung, anderen Konsortien, mit denen man zusammenarbeitet und auch den entsprechenden Verbänden. Stand heute ist es noch sehr stark werkzeugmaschinenlastig. Das liegt auch hauptsächlich daran, dass wir dank Corona dieses Jahr andere Technologien nicht ganz so schnell integrieren konnten, wie wir das gerne gehabt hätten, was eben auch damit zu tun hat, dass eine solche Integration im ersten Aufschlag immer gut ist, um es auf Messen darzustellen. Und nachdem dieses Jahr so gut wie keine Messen waren, ist einfach der Punkt, es fehlte der notwendige Druck, OPC-UA-Standardisierung auch in anderen Technologien in den Markt zu bringen und dem Markt zu beweisen. Und es fehlte die Motivation, dies auch pünktlich zu einer Messe zu tun. Und deswegen sind wir da in engen Gesprächen, aber hängen halt leider unserem Zeitplan ein bisschen hin und hinterher. Aber wir gehen davon aus, dass wir in Kürze also alles, was mit Robotik, Greifsystemen und Automatisierung die Kollegen da aus dem VDMA dabei haben, beziehungsweise die Arbeitsgruppen in der OPC Foundation. Die Kunststoff- und Gummimaschinen, da sind wir im Gespräch. Wir reden im Moment mit den Holzbearbeitungsmaschinen, die ja Werkzeugmaschinen sehr ähnlich sind, wo es auch Unternehmen gibt, die teilweise beides abbilden. Also wir gehen davon aus, dass die Community dann, auch wenn es wieder entsprechende Showcases gibt, immer wieder sprunghaft mal wachsen wird, wenn wir eine neue Technologie mit dazu nehmen. Jetzt bin ich noch bei dem Thema Live-Demonstration, also das Ganze erlebbar machen, weil Daten, man kann sie nicht riechen, man kann sie nicht fühlen, nicht schmecken, man muss es also irgendwie so hinkriegen, dass man dem Kunden glaubhaft näher kriegt. Also diese Implementierung und diese offene Datenschnittstelle, die wir haben, das ist eben nicht nur ein Marketing-Gag, das ist auch nichts, was du heute kaufen kannst, aber dann noch ewig dauert, bis du es implementiert hast und den Nutzen hast, sondern es funktioniert live hier auf einer Messe beziehungsweise auch zu anderen Gelegenheiten. Das heißt, wir haben auch, und das ist wieder eine Umati-eigene Aktivität, ein offenes gemeinsamen Demonstrations-Setup gebaut, wo auch ganz wichtig ist, es ist eine sogenannte Überkreuz-Konnektivität. Also ich kann an der Stelle beliebig viele Software-Systeme mit beliebig vielen Hardware-Systemen, die Daten liefern, verbinden, um einfach klar zu sehen, das Ganze funktioniert und es funktioniert domänenübergreifend. Was haben wir dafür gemacht? Wir haben eine Infrastruktur gebaut, auf die man sich verbinden kann mit den Maschinen. Diese Infrastruktur sammelt im Grunde dann die Daten ein von unterschiedlichen OPC-UA-Servern, die auf Maschinen laufen. Also OPC-UA setzt voraus, dass auf einer Maschine ein sogenannter OPC-UA-Server läuft, der die jeweilige technologiespezifische Companion Specification abbilden kann und der dann in einer Art und Weise konfiguriert ist, dass er eben wie alle anderen Geräte unterhalb von Umati auch anschlussfähig ist. Dann gibt es ein Dashboard, wo man in neutraler Weise, also wirklich unabhängig von einem größeren Softwarehersteller, zeigen kann, wie der Zusammenfluss von solchen Daten in Realität eben auch erlebbar ist. Das Ganze natürlich mit einem entsprechenden Sicherheitslevel, mit entsprechenden Implementationsanweisungen und Template und natürlich mit dem gemeinsamen Marketing. Und unser Highlight, und ich glaube, in der Runde, wenn Sie sich für die Metaf interessieren, dann interessieren Sie sich bestimmt auch oder waren in Person vielleicht sogar letztes Jahr auf der EMO Hannover und letztendlich den Showcase, den wir damals als Machine Tools Showcase gezeigt haben, ist nach wie vor der größte, den es in dem Umfeld gab. Und wir haben halt
unsere Infrastruktur noch deutlich erweitert und sind jetzt eben dabei, das Ganze auch noch mal eine Nummer größer und globaler auszurollen. Wie gesagt, die Gelegenheit, den Beweis anzutreten, die hat uns dieses Jahr ein bisschen gefehlt. Aber wir haben einige Hausaufgaben gemacht und sind optimistisch, dass wir da in nächster Zeit auch entsprechend wieder aktiv sein können. Es ist nur die Frage, was ist weiter, wie geht's weiter? Und ja, eben, wir sind gerade dabei, eine virtuelle Demonstration zu organisieren. Die sollen noch im Dezember über die Bühne gehen. Da werden wir dieser Tage konkret eine Terminankündigung auch verschicken. Also Sie können sich's gerne mal vormerken. Das wäre am 16. und am 17. Dezember, wo wir einfach mal einen nächsten Schritt machen, um diese Demonstration, die wir auf der EMO hatten, zunächst mal in kleinerem Kreis in einer virtuellen Umgebung umzusetzen, um sie dann hoffentlich im Frühjahr nächsten Jahres auch nochmal im Kreise aller Umati-Partner etwas größer auszurollen. Dann planen wir natürlich was zur Metav Reloaded im März. Und auch auf der Hannover Messe mit dem VDMA zusammen soll es einen Stand geben. Wir arbeiten mit den Kollegen von anderen Technologien zusammen. Und nochmal speziell aus Sicht der Werkzeugmaschinen darf ich Ihnen nochmal die Botschaft mitgeben. Wir haben ja sehr lange an der OPC-UA-Spezifikation für Werkzeugmaschinen gearbeitet. Diese Spezifikation ist seit September veröffentlicht. Muss ich auch mal vor Augen führen, also an der Veröffentlichung und am Review mitgearbeitet, haben 86 Unternehmen mit Institutionen mit ungefähr 200 Teilnehmern, also auch das eine sehr große, sehr breite Veranstaltung. Das Dokument ist jetzt verfügbar. Man kann es sich bei der OPC Foundation kostenfrei herunterladen. Und jetzt ist natürlich der spannende Punkt. Wir hoffen, dass wir jetzt demnächst auch Produkte sehen, die sich dann im Markt wiederfinden. Damit wäre ich am Ende meines kleinen Durchlaufes über Umati. Ich bin gespannt, ob jetzt noch die eine oder andere Frage offen ist. Ansonsten sehen Sie ja auch hier meine Kontaktdaten und können mich gerne dann auch direkt ansprechen, wenn Sie irgendwie bilateral noch was klären möchten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und dann, Herr Bogun, sind Fragen aufgelaufen. Genau, ganz herzlichen Dank nochmal, Herr Dr. Broos, bis zu diesem Punkt schon mal für die bisherige Präsentation. Wie erwähnt, haben Sie jetzt, liebe Teilnehmer, noch die Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen, wo Sie dann auch live noch eine Antwort bekommen. Ich sehe auch, dass eine Frage schon eingegangen ist. Ich glaube, die hatten Sie schon so ein bisschen im Verlauf Ihres Vortrags auch erklärt schon mal. Aber vielleicht können Sie einfach noch mal kurz darauf eingehen. Und zwar, inwieweit ist Umati inzwischen mehr verbreitet als noch zur ersten Präsentation auf der EMO in Hannover? Ja, und das ist das, was ich versucht habe auszuführen. Also die Community wächst, also auch die Unternehmen, die sich beteiligen und Technologie haben, nimmt zu. Was uns eben im Moment fehlt, da es keine solcher Art öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen gibt wie eine EMO, auch in anderen Branchen nicht, fehlen uns natürlich im Moment die Gelegenheiten, das etwas in etwas größerem Maße zu beweisen. Also wir sind da gut unterwegs, würde ich sagen, aber mangels Messen und mangels auch der entsprechenden Marketingbudgets bei Firmen für Messen sowas mal umzusetzen, ist es leider, muss ich ganz offen sagen, im Moment halt ein bisschen zäher, als wir uns das für dieses Jahr vorgenommen hatten oder vorgesehen hatten. Mhm. Vielen Dank. Ich glaube, da ist einfach durch die ganze Corona-Pandemie ist da wie in so vielen Bereichen einiges nicht so gelaufen wie geplant. Genau. Das ist ja immer so, man macht Pläne und dann kommt die Realität dazwischen. Nur, dass uns die Realität dieses Jahr so reingrätscht, wie wir es alle erlebt haben. Ja, ich glaube, da sind wir wahrscheinlich einig. Das hatten wir alle noch nicht. Und wir hoffen auch, dass es bald rum ist und dann so schnell nicht wieder in der Art und Weise kommt. Ganz genau. Sind jetzt aktuell keine weiteren Fragen mehr offen, aber wir warten einfach noch einen kurzen Moment ab. Es kann ja mal ein bisschen dauern, bis die Frage eingetippt ist, ob noch eine Frage eingeht. Ansonsten, wie gesagt, die Kontaktdaten sehen Sie ja hier nochmal. Ist auch jederzeit im Nachgang noch eine Kontaktaufnahme möglich. Aber wir warten noch einen kleinen Moment ab.
Aber so wie es aussieht, sind aktuell keine weiteren Fragen mehr offen. Herr Dr. Broos, wenn Sie dann noch ein paar abschließende Worte an die Teilnehmer richten möchten, können Sie das gerne tun. Ja, sehr gerne. Also nochmal vielen Dank, dass Sie mir zu so später nachmittäglicher Stunde Ihre Aufmerksamkeit geschenkt hatten. Würde mich freuen, wenn Sie das Thema weiter verfolgen. Ich darf auch nochmal auf unsere Webseite www.umati.org hinweisen. Die ist auch in den letzten Wochen kräftig überarbeitet worden. Natürlich werden Sie dort viele der Inhalte aus meiner Präsentation wiederfinden, aber es ist auch ein guter Anlaufpunkt, um sich da regelmäßig informiert zu halten. Und ja, ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag, schönen Abend und schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit und verbringen Sie die hoffentlich gesund und munter. Dankeschön.